Und wenn es so gut funktioniert hat, zuletzt, wieso was ändern? Also, schauen wir es uns an. Mainz in hellblau, von rechts nach links in dieser ersten Hälfte. 2013 hier in der Bayer Arena. In dem Jahr, als er vom HSV kam. Dicht. Besten direkt bei der Ballannahme in den Griff bekommt. Mit wie Phoenix aus der Asche gekommen und zum Bundesligaspieler geworden. Zwei ganz wichtige Tore gemacht im Saisonfinale. Links raus Wendell mit Raum, aber zieht das. Umschaltschuss über Kunde Malong. Mateta in den Rücken von Berggren. Hack. Holtmann vor allem auf der Innenverteidigerposition. Ohne Bungert und Hack hat Schwarz da womöglich einen Engpass, wenn sich heute was tut. Auch gut aufgelöst jetzt von Chor. Lars Bender. Bailey. Harvard. Der Mann mit der besten Passquote in der Liga. Julian Brandt. Na, Koa, der hat auch einen guten Schuss. Brandt, gefährlich. Bekommt den Freistoß. Was von Belta. Reiht sich da gleich ein. So genau für Havertz. Özdunali in den Brut. Calario, gut den Ball behauptet gegen Kunde Malong. Wie eine große Chance heute, sich zu zeigen. Und am besten trifft man als Mittelstürmer, dann bleibt man auch in der Mannschaft. Sind gespielt, Mainz noch ohne Ballaktion. Wendell, Chor. Havertz. Seine Mannschaft offensiv überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten. Oh, hätte man schon ein bisschen mehr erwartet von den Mainzern. Vor allem in den Zweikämpfen ist das schon verwunderlich.
Pavard sofort wieder drauf. Versucht seine Mannschaft da auch rauszuholen. Steht ihm alles ein bisschen zu tief. Im Mittelfeld, auch im Zentrum, hat die Räume auch außen. Bailey, der da wieder in Ruhe den Ball annehmen konnte. Also Mainz sollte hier sehen, dass sie was ändern, sonst... Fehlpass von Chor. Gegen Kunde. Alario. Chance für Chor. Ta. Schubermann. Machen Sie jetzt mal was aus Ihrer T-Klärt. Wendell. Gefährlich. Ganz gefährlich. Hat er fast ein bisschen Glück, aber Öztunali kommt. Mit dem So, und am Dienstag, Mittwoch geht es ja auch schon wieder weiter mit der Johnny Burka zum Beispiel. Hat die wenigsten Ballaktionen aller Spieler auf dem Platz. 6 Ballkontakte der Mann auf dem linken Flügel, gewann keinen seiner Zweikämpfe. Nach wie vor keine Ballaktion im Öztunali, so ist es. Radetzky lässt ihn fallen und ist dann klasse da mit dem Fuß. Mainzer hatten ja zumindest dann noch eine Chance in der letzten Minute der ersten Hälfte. Leverkusen. Reiter im Mittelfeld, Kunde 28% gewonnene Duelle, Schimmerme 40, Baku 33, das ist ja fast schon unterirdisch. Ja, Mainzer präsentiert sich hier gleich mal ganz anders in den ersten Momenten der zweiten Hälfte, was die Zweikampfpräsenz angeht. Schuss.